Michaela, immer wieder liest man, Neonazis rufen zur Jagd auf Journalisten, Neonazis bedrohen Journalisten mit Todesanzeigen. Du bist Pressefotografin. Wie sieht dein Arbeitsalltag aus? Du persönlich stehst auf solch einer Liste. Wie gehst du damit um? Also ich bin seit fast 5 Jahren Pressefotografin, freiberufliche Pressefotografin und habe also keinen Auftraggeber. Ich arbeite hauptsächlich im Bereich Politik und Kunst und Kultur, gelegentlich auch am roten Teppich und während ich im Bereich der Politik arbeite, arbeite ich dann auf verschiedenen Demos und Protestveranstaltungen. Und unter anderem auch fotografiere ich die rechten und die linken Veranstaltungen, wobei ich das in keinster Weise werte, sondern eben damit mein Geld verdiene. Ob es nun rechts oder links ist, ist mir ziemlich egal. Dabei kommen eben Fotos zustande, die ich veröffentliche, beziehungsweise die an die Zeitungen verkauft werden. Und in diesem Rahmen wurde mir also über Facebook mitgeteilt, dass es da einen Link zu einer rechtsradikalen Seite gibt. Und dieser Link wurde mir dann zugeschickt und ich stellte dann fest, dass es also eine rechtsradikale Seite ist, und sah dann, dass dort also zwei Listen vorhanden sind, einmal die Liste für Männer und einmal die für Frauen, und sah dann, dass also unter der Liste für Frauen, die also Dutzende von Namen enthält, auch mein Name vorhanden ist, und zwar als mögliche Linke, beziehungsweise als nach links gehende. In der Liste sind also Namen hervorgehoben, die sich regelrecht mit den Linken identifizieren, das heißt auf Demos selbst planen, organisieren und so weiter, und mein Name ist nicht hervorgehoben. Ich bin also nach der Meinung dieser rechtsradikalen Personen, die diese Liste erstellt haben, eine Person, die in die Richtung geht, aber selbst noch nicht links ist. Oder links verseucht, wie sie sich die Personen ausdrücken. Ja, ich habe mir das dann also genauer angesehen und habe dann erstmal einen Augenblick drüber nachgedacht, wie reagierst du jetzt darauf, und habe mich dann entschieden, also Strafanzeige zu erstatten. Weil ich ganz einfach der Meinung bin, dass sowas nicht geht. Das ist Menschenjagd. Dort werden Namen veröffentlicht, die mit dem Facebook-Konto verbunden sind. Es gab schon mal so eine Liste. Dort waren also 12 Journalisten festgehalten mit Adresse, Telefonnummer und Autokennzeichen und so weiter. Einer dieser Journalisten hatte ein Auto und dieses Auto wurde dann angezündet. Und diese neue Liste, die jetzt erstellt worden ist, die führt zwar nur in Anführungsstrichelchen zum Facebook-Konto und zum Profil, aber ich denke mal, das ist einfach schon ausreichend. Und diese Person, die dort diese Liste erstellt hat, hat ja ein Ziel. Und dieses Ziel scheint für mich zu sein, Personen zu finden, dumme Personen zu finden, die diese Liste nutzen, um Straftaten gegen die Personen, die sich auf dieser Liste befinden, zu begehen und somit dann auch für die Personen ein Sicherheitsrisiko vorhanden ist. Das habe ich dann also eben der Polizei mitgeteilt in Form einer Strafanzeige und habe dann auch mit dem Staatsschutz selbst nochmal drüber gesprochen. Da läuft jetzt, also dann gehe ich mal von außen Ermittlungsverfahren. Gegebenenfalls werde ich dann selbst nochmal einen Anwalt einschalten, sofern also ich
meine Arbeit dadurch behindert werden könnte. Und das muss ich dann aber eben abwarten. Gibt es Kollegen, die sich einschüchtern lassen und zurückziehen? Sicher lassen sich Kollegen einschüchtern. Ich merke das also, indem sie auf Beiträge nicht mehr reagieren. Zu dem muss einfach dann auch nicht mehr kommen. Es gibt aber auch andere Kollegen, die lassen sich davon überhaupt nicht einschüchtern, und zu denen gehöre ich auch. Man muss da unterscheiden. Ich bin Berufsfotografin. Das heißt, ich verdiene meinen Lebensunterhalt damit, Bilder zu machen. Wir haben aber auch Kollegen, die machen das nebenberuflich und sind dementsprechend auf das Einkommen nicht angewiesen. Und dementsprechend fällt es ihnen natürlich auch leichter zu sagen, ich gehe jetzt fotografisch in eine komplett andere Richtung, oder ich höre damit ganz auf, ne, mache dann eben nur noch Blümchen oder Landschaften oder irgend sowas. Ich selber würde meinen Kollegen immer raten, dagegen vorzugehen, weil meine Erfahrung ist einfach, wenn man sich zurückzieht, bedeutet das nicht, dass diese Bedrohungssituation, die ja gleichzeitig eine Erpressung ist, denn diese Person, die diese Listen erstellt, will ja im Grunde genommen, dass wir also schweigen, dass wir keine Stellung mehr beziehen, dass wir auch unsere persönlichen, privaten Meinungen nicht mehr öffentlich kundtun. Ich würde meinen Kollegen grundsätzlich raten, dagegen vorzugehen und das nicht auf sich beruhen zu lassen, denn ich weiß aus Erfahrung, dass immer wieder diese Leute auf zurückkommen, sich nicht damit zufrieden geben, dass der Journalist nun aufgehört hat und die Fotos nicht mehr macht und sein Konto schließt. Die kommen immer wieder auf diesen Namen, und es gab ja schon verschiedene Fälle, wo also Fotografen schon Jahre nicht mehr in diesem Bereich tätig waren, und trotzdem wurden sie angegriffen, trotzdem wurde das Auto angezündet. Und von daher muss ich ganz klipp und klar sagen, eigentlich hat das Rausziehen keinen Sinn, aber ich habe Verständnis dafür. Aber auf jeden Fall gegen vorgehen. Grad. Sind die Urheber durchaus in der Lage zu töten? Wenn man sich jetzt mal diese ganzen Brände ansieht von den Flüchtlingsheimen, die Fahrzeugbrände, heute den Anschlag in Sachsen gegen ein Gebäude der Linken, gehe ich von aus, dass die durchaus in der Lage wären, auch zu töten. Ja, dass sie keine Rücksicht auf das Leben anderer Menschen nehmen. Ja. Die Verfasser motivieren Rechtsradikale, diese Anschläge zu tätigen. Sie selbst verstecken sich hinter ihren Beiträgen. Richtig, richtig. Sie schreiben und lehnen sich zurück und warten im Grunde genommen darauf, dass jemand reagiert, dass jemand handelt. Dass jemand so dumm ist und sagt, ich handle jetzt, weil ich das für richtig halte, und dafür notfalls dann auch ins Gefängnis geht. Während der Verfasser eigentlich, der ja eigentlich für mich der Urheber ist, der eigentliche Täter, lehnt sich zurück und sagt, ich habe das ja nie so geschrieben. Ich habe ja nur gesagt, man muss sie beobachten, man muss auf sie achten, man muss sie beeinflussen. Aber ich habe ja nie geschrieben, dass ihr sie angreifen sollt. Ich habe ja nie geschrieben, dass ihr ihre Autos anzünden sollt. Und von daher ist das natürlich so, dass der Verfasser immer sich aus der Sache rauszieht und die anderen machen lässt. Ne? Wer sind diese Menschen, die das tun? Die Frage ist gut.
Es gibt nach meiner Ansicht zwei verschiedene Gruppen. Das sind einmal die Personen, die ich mit Schlips und Kragen kenne. Das sind die Personen, die verfassen. Das sind die Personen, die anstiften, aber selbst kaum in Erscheinung treten. Und dann gibt es eben diese anderen Personen, die einfach mit einer Bierpulle durch die Gegend laufen, mit großen Sprüchen, relativ, nach meiner Auffassung, relativ wenig Bildung haben und dann eben diese Straftaten für die Schlipsträger begehen, ohne dass sie sich eigentlich der Konsequenzen bewusst sind und ohne dass sie eigentlich begreifen, dass sobald sie die Straftaten begangen haben und im Gefängnis erstmal sitzen, rechtskräftig verurteilt sind, dass sie dann fallen gelassen werden. Denn sie haben die Arbeit, die der Schlipsträger eigentlich machen wollte, für ihn erledigt.